bist du ja wieder. Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht ist dir ja schon die kleine Änderung aufgefallen, von der ich heute erzählen wollte. Und zwar habe ich meinen Kanalnamen geändert. Ich heiße nicht mehr ASMR Panda Mimosa, sondern bin jetzt Angeline ASMR. Ich finde, das hat sich ganz gut ergeben und weil die meisten ASMR-Kanäle im deutschsprachigen Raum ihre Vornamen benutzen und ich ja einen Vornamen habe, der mit einem A endet und so auch gleichzeitig der erste Anfangsbuchstabe von ASMR sein kann, dachte ich, das passt ganz gut. Außerdem scheint es noch keine andere ASMR-YouTuberin zu geben. Ich musste gerade mal nachdenken. ASMR-YouTuberin zu geben, die auch Angeline heißt. Deswegen habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, ASMR-Panda Mimosa ein wenig auf Eis zu legen. Das Logo gefällt mir aber so sehr, dass wir das einfach weiter benutzen. Ich würde mich wirklich dafür interessieren, was du davon hältst. Also, was dir besser gefällt, entweder der vorige Name mit Panda Mimosa oder der Name jetzt mit meinem wirklichen Vornamen. Außerdem habe ich noch eine andere Änderung bekannt zu geben. Ich habe mir nämlich ein paar Mal meine Analytics angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass die Videos, die ich ohne Video, also nur die Audiodatei und dann mit Soundeffekten und also die Rollenspiele, machen wir es einfach, dass die Rollenspiele besonders gerne geschaut werden, also dass die besonders beliebt bei euch sind. Und weil ich das Gefühl habe, dass es im deutschsprachigen Raum auch ein bisschen schwächelt, was das Angebot angeht. Also, wenn ich Rollenspiele, die nur aus Audio bestehen, suchen möchte oder gesucht habe und dann auch wirklich Rollenspiele haben möchte, wo ein paar Hintergrundgeräusche dabei sind, damit man so ein richtiges Feeling dafür bekommt, da habe ich bis jetzt keins auf Deutsch gefunden. Also das meiste, was ich gefunden habe, ist wirklich im englischsprachigen Raum und das finde ich etwas schade. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich darauf zu spezialisieren, so eine Art von Videos zu machen. Weil erstmal macht mir das super viel Spaß. Ich kann mir eine Rolle aussuchen und ich kann mich in dieser Rolle frei bewegen. Außerdem scheint ihr alle Videos ja auch sehr zu mögen, sonst wären das ja nicht meine beliebtesten Videos hier auf dem Kanal. Und weil irgendwie kein anderer das macht, habe ich irgendwie das Gefühl, mir macht es perfekt Spaß, euch macht es Spaß. Warum soll ich noch irgendwie meine Energie in was anderes reinstecken, was ihr sowieso unglaublich oft auf YouTube findet. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, mich auf solche Rollenspiele zu spezialisieren. Außerdem wollte ich euch erklären, oder wollte dir erklären, wieso in letzter Zeit kein Video kam. Ihr seid trotzdem fleißig immer mehr geworden. Und ich freue mich auch wirklich darüber. Ich sehe das wirklich jeden Tag, dass wirklich noch neue dazukommen. Und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn ich daran denke, wann das letzte Video online kam. Ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und hatte wirklich vor, Videos zu produzieren, also Rollenspiele, die ich dann hochladen kann mit der Zeit. Allerdings spielte dann mein Real Life nicht wirklich mit. Es gab eine Babyparty für meine Schwester, weil sie hochschwanger ist und vielleicht sogar schon das Baby hat, wenn ihr dieses Video anhört. Und da gab es ein paar Vorbereitungen zu treffen in meinem Urlaub. Und dann war erstmal Babyparty, dann haben wir da übernachtet und danach, also in der zweiten Woche,
bin ich dann nach Berlin gefahren zu der Fleur, also zu meiner besten Freundin Fleur, und also bin ihr da ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und weil ich mein Notebook nicht mitgenommen habe und einfach keine Möglichkeit hatte, was aufzunehmen, weil ich, ja, also um ehrlich zu sein, ich hatte halt was Besseres zu tun, wenn ich einmal so weit wegfahre. Also ihr müsst verstehen, ich wohne in Dortmund und bin dann nach Berlin gefahren. Das ist schon eine Strecke, das kann ich nicht jedes Wochenende machen. Da verbringe ich meine Zeit lieber mit meiner besten Freundin, als dass ich dann da mir Gedanken um ein Video mache. Ich glaube, das könnt ihr auch verstehen. Deswegen wurde das in den 2 Wochen leider nichts mit vorproduzieren, was ich auch sehr schade finde, weil ich habe wirklich gehofft, mindestens ein Video hinzubekommen, was leider nicht geklappt hat. So sieht es momentan aus. Aber neben den ganzen Änderungen und relativ schlechten Neuigkeiten, weil ich ja jetzt kein neues Rollenspiel hochgeladen habe, gibt es auch eine gute Nachricht. Und zwar habe ich einen alten PC bekommen, weil das Notebook, was ich habe, das ist auch schon, ich glaube, 9 Jahre alt, mindestens. Und ich habe da mal einmal versucht, mit live zu streamen, aber das war so laut, da musste ich den Livestream abbrechen. Ich habe den auch gar nicht mehr online, weil das war eine Zumutung. Der hat wirklich gerattert laut und damit kann ich nicht aufnehmen. Das ist leider etwas, was ich an dem Notebook nicht ändern kann. Deswegen ist die gute Nachricht jetzt, dass ich einen PC bekommen habe. Er ist nicht der neueste, allerdings vom Interior, also von der Hardware, was dran verbaut ist. So, Grafikkarte, Mainboard, was da alles dazu gehört, ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt. Jedenfalls ist das mindestens genauso gut wie mein Notebook. Und weil mein Notebook schon streamen konnte, werde ich mit dem neuen PC auch aufnehmen können. Und ich habe den PC schon mal angemacht und Windows draufgezogen. Die ganzen Treiber muss ich noch weiter draufziehen. Da muss ich nochmal nachfragen bei dem, der mir das gegeben hat, ob er die alten CDs noch hat. Aber ich habe schon gefragt und also ich muss jetzt warten, bis er mir dann die CD geben kann mit den ganzen Treibern. Und da sieht es so aus, dass wenn ich die Treiber dann zur Verfügung habe und ich die Programme installiert habe, dass ich da auch endlich mal wirklich was gut produzieren kann. Also das Video, was ihr gerade hört, das habe ich mit meinem Handy aufgenommen. Und das ist nicht das Blue Yeti-Mikrofon, mit dem ich gerade aufnehme. Das ist wirklich einfach nur mein Handy. Und jetzt stellt euch mal vor, also die letzten Rollenspiele, die waren schon. Also das letzte war wieder mit dem Handy, weil ich nicht mehr am PC aufnehmen konnte. Aber ihr habt es auch schon mit dem Blue Yeti gehört, und das ist einfach, oh, das ist eine Qualität, die ist mit dem Handy nicht zu vergleichen. Und da freue ich mich drauf, Rollenspiele mit dem Mikrofon aufzunehmen, ohne das Rauschen vom Notebook im Hintergrund. Ich freue mich da wirklich unglaublich drauf. Ich habe mich so gefreut, als ich den PC bekommen habe. Und jetzt ist es ein kleiner Kampf, bis das alles installiert ist und so. Und der ist auch von 2012, also der ist jetzt nicht der neueste. Aber ihr werdet das schaffen, was ich brauche, um Videos zu produzieren. Und ich freue mich darauf. Und ihr könnt euch auch drauf freuen. Ich kann euch leider nicht sagen, wann es genau klappen wird. Aber es sollte nicht so lange dauern. Ja, da kommen wir zur Frage. Wenn du jetzt noch wach bist, dann schau doch mal bitte oben in die Infocard. Da habe ich euch nämlich eine Frage gestellt. Was wäre denn euer Lieblingsrollenspiel, was als nächstes drankommen soll? Ich habe mal so ein paar Serien aufgeschrieben, die ich schon angefangen habe. Eine davon ist schon ziemlich in Vergessenheit geraten. Da müsste ich mal wieder reinkommen. Und wenn wir Glück haben und ich das alles gut hinbekomme, könnten wir wieder sogar einen Gastsprecher dabei haben, was ich richtig genial fände. Weil es gibt auch noch extra
Feeling. Das ist einfach, das kriegt man mit Soundeffekten nicht hin, wenn dann einfach noch eine Stimme dabei ist. Also ich freue mich da immer sehr drüber, wenn noch jemand dabei ist, der mitspricht. Und wenn alles gut geht, könnte das wirklich so klappen, dass das so geht. Aber jetzt ist erstmal deine Aufgabe, oben in der Infocard anzukreuzen, welche Serie du am liebsten hören möchtest. Zur Sicherheit habe ich einfach nochmal alle Serien, also die Playlists, unten in die Infobox verlinkt, damit du nochmal reingucken kannst, was dir am besten gefällt oder wo du neugierig wärst, was als nächstes kommt. Ja, das war jetzt erstmal mein neues Infovideo. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang geworden und falls es doch lang geworden ist, dann war es wenigstens hoffentlich ein gutes ASMR. Ich freue mich, dass ihr alle so viele dazu gekommen seid. Ich habe damit gar nicht gerechnet, besonders weil ich so inaktiv war in der letzten Zeit. Aber das möchte ich nicht bleiben. Ich möchte wieder aktiv werden. Es ist nur diese Technik, diese verdammte Technik. Ihr wisst, was ich meine. Ihr kennt das bestimmt auch. Und ja, ich freue mich darauf, wieder Sachen zu produzieren. Und ich möchte alle möglichen Rollen irgendwie darstellen und Spaß damit haben, in eine Rolle zu schlüpfen und mir solche Sachen auszudenken, mir Geschichten auszudenken, die ich euch dann dadurch erzählen kann. Und ach, das wird so cool. Ich freue mich richtig. Ja, okay, das war's für jetzt. Ich wünsche dir noch eine wunderschöne gute Nacht. Und ich sage bis zum nächsten Mal und willkommen im Panda-Rudel. Das sage ich auch immer noch. Auch wenn jetzt Panda gar nicht mehr im Titel ist, aber es ist ja noch in meinem Icon, also mein Titelbild. Willkommen im